Aber was sagt die Bewertung insgesamt? Karussell, defekt, aber es interessiert es nicht. Ich will nur wissen, was jetzt hier für eine Wertung rauskommt bei der Erregungsintensität. Was? So wenig bloß? Hätte ich jetzt anders erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Ich baue jetzt mal so ein bisschen ein harmloseres Modell von der Fahrt hier. Und zwar mit einem wellenförmigen Abgang. Staircase Coaster oder sowas in der Art, nenne ich den einfach mal spontan. Also nicht, dass ich den jetzt auch wirklich so bauen will. So, eine Kurve rein, eine weite Kurve. Da ist uns jetzt diese Achterbahn im Weg. Das ist natürlich nicht schön, müssen wir in die andere Richtung bauen. Da kollidieren wir dann aber mit der Bootsbahn, muss ich hier mal eben rüber bauen. Na, komme ich knapp über die Bootsbahn rüber? Ja, das passt. So, eine scharfe Kurve. Ich hoffe mal, die ist jetzt nicht zu extrem. Dann geht es wieder steil berghoch. Und dann machen wir das nochmal mit denen hier. Oha, hier muss ich ihn verlängern, aber das macht ja nichts. Jetzt meckert er. Oh, ja, wollte ich gerade sagen. Meckert er schon wieder, aber zum Glück hat er das Fenster gleich zugemacht. Eine aufregende Attraktion gibt es als nächstes. Hoffentlich irgendwas Gescheites. Jetzt gucken wir uns erstmal die Bahn an, die wir gebaut haben, wie die abgeht. Und ab dafür. Nur ja, erst langsamer Start, hin und her, huckelig. Die Kurve, zack. Dann geht's hoch, wo es ein bisschen abbremst, den Lüftel. Und hier hinab. So, was sagt die Wertung? Oh, 3G, 3,6G seitlich, fast 4G. G-Kräfte senkrecht positiv. Okay, interessant. Ich hau da nochmal spontan eine Werbekampagne raus. Freie Fahrt auf Tom Petty's Free Fallin'. Halber Eintritt in. Oh, Intensitätsrate extrem. Die können wir auf keinen Fall so freigeben. Da fährt keiner mit dann. Aber einfach nur so als kleiner Gag. Überkopfschiffsschaukel, ja, das ist was Tolles. Damit kann ich was anfangen. Müssen wir mal kurz was trinken. Viel ist auch nicht mehr in meiner Flasche. Nur noch unten. Unten sind immer diese 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 1, 2, 3, 4, 5. Unten, naja, Füße, sag ich mal. Und das ist eigentlich nur noch in denen verteilt. Aber ich bin eigentlich gleich durch mit der Aufnahme. Juli, August, September, Oktober, noch 3 Monate. Also das ist ungefähr eine Viertelstunde, sag ich mal. Und das wird dann hinkommen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, Open Transport Tycoon ist wieder am Start. Ja, Staffel 2 wird fortgesetzt nach einer längeren Pause, die eigentlich länger als geplant war.
Oh, bei Flower Power keiner mehr am Start. Hallo? Ist euch die Bude zu teuer? So viel wollen sie nicht bezahlen, also komm. 3,50, ist das ein Wort? Komm, für 3,50 würde ich dort auch mitfahren. Okay, 3 Mark. Jo, für 3 Mark kommen sie wieder an. Da hat einer gesagt, sieht mir zu extrem aus. Die sind ja gesprungen. Ja, guck, die springen dann hier. Habt ihr vielleicht gerade gesehen? Vielleicht bei dem hier auch. Ja, da springt dann. Der Sascha R. Flower Power sieht ihm zu extrem aus. Kann man nichts machen. Es gibt Leute, die vertragen das und es gibt Leute, die vertragen das nicht. Und wir wollen ja auch keinen zwingen, hier mit irgendwelchen Attraktionen mitzufahren. Ich frage mich jetzt, wie ist eigentlich jetzt nochmal der Stand bei uns in Attraktionen? Warteschlange am längsten. Untertage Garden Rafting Compactor Cork. Am Freefall Tower stehen sie auch an. Ui. Compactor Cork. Ja, Compactor Cork, einfach bloß eine kompakte Korkenzieherachterbahn. Nicht sehr spektakulär, sondern einfach nur eine kleine Runde für die Leute, die den steilen Kick suchen. Ohne dass man dort stundenlang eine Attraktion zubringen muss. Natürlich 9 Minuten Wartezeit, sehr geringe Wartezeit, dadurch, dass die Strecke relativ kurz ist. Und ich sehe auch schon bei der Wasserrutsche ist nichts los plötzlich. Also senken wir den Preis auf 2 Mark und schon kommen sie wieder an. Hier gucken wir uns mal kompakte Cork On-Ride an. Wie gesagt, nichts Spektakuläres, Korkenzieher und dann zurück in die Station. Im Gegensatz dazu, der Garden Coaster, die erste Attraktion unseres Parks, hat schon ein bisschen aufwendigeres Streckenlayout, ist dabei aber mehr eine, ich sag mal, nicht ganz so extreme Attraktion, auch wenn hier die Bewertung etwas höher ist, aber Erregungs- und Intensitätsrate sollte eigentlich eher positiv sein, wenn die hoch ist. Übelkeitsrate im Mittelfeld, aber ihr seht, die Bahn ist eher von der Geschwindigkeit hier, ja, es geht. Ein wenig lang, eigentlich doch schon schnell, aber trotzdem langsam an sich. Es ist eigentlich mehr so ein Familiencoaster für Familien, die ein bisschen mehr Adrenalin haben wollen. Maximale Geschwindigkeit 64 ist eigentlich auch nicht wirklich. Ich glaube, das wird hier unten irgendwo erreicht, oder? Ja. Und ansonsten weite Kurven, wo nicht so große Gehkräfte entstehen. Außer jetzt hier, aber hier vorne wird ja dann abgebremst an dem Huckel ein bisschen. Dass der so mit 40, 45 hier durchfährt, geht eigentlich. Und dann hier das letzte Stück. Also es ist eigentlich mehr so eine etwas gemäßigtere Achterbahn. Und dann haben wir noch für die Leute, die es extrem mögen. Na gut, so extrem ist die Achterbahn hier unten eigentlich auch nicht. Flower Power mit 2 Loopings. Höchstgeschwindigkeit 85, also auch ein bisschen schneller. Allerdings auch eine etwas höhere Übelkeitsrate. Also im Prinzip ist für jeden was dabei. Hier noch ein Korkenzieher rein und das Ding war die ultimative Achterbahn. Die ultimative Achterbahn, aber lassen wir es einfach so. Okay, jetzt können wir natürlich zu unserer Überkopfschiff-Schaukelbau kommen. Ich habe mir jetzt überlegt, ob man die hier neben das... Gäste verlaufen sich immer noch, seid irgendwie zu dumm zum... oder... Okay, egal. Warteschlange, irgendwelche Attraktionen, nichts los. Überall was los, coole Sache. Was sagt denn eigentlich der Ertrag? Garden Rafting 5000, Garden Coaster 4,5, Compacto Corp 2,5, Freefall Tower 2, River Cards 1, Untertage 800, 73. Achterbahn noch eigentlich relativ wenig, stehen zwar viele Leute an, aber wenig Umsatz. Dadurch, dass die Strecke so lang ist und der Preis so günstig, können wenig Leute gleichzeitig fahren. Was ist eigentlich die beliebteste Attraktion im Park? Das sind die Toiletten. Dann der Garden Coaster Wasserrutsche Freefall Tower. Und die unbeliebteste Attraktion in dem Fall ist Pomfritz. Nein, ich meine Attraktionen. Gibt es irgendwas, was richtig unbeliebt ist? Riesenrad mit 20%. Ja, das sind wir schon im August gleich.
Und die Zufriedenheit ist am höchsten bei den Fressbuden. Riesenrad ist sehr unzufrieden. Die Leute. Und man kann es den Leuten natürlich auch nicht immer recht machen. So, können wir jetzt hier unser Ding bauen? Vielleicht da hinten hin. Will ich eigentlich ungern, weil dann vielleicht die Leute noch mehr auf. Na gut. Aber was juckt denn mir hinten am Hals so? Das ist ja echt eklig. Ständig besser dort am Kratzen. Also es ist. Naja. Wir bauen es doch mal hierher. Und zwar hier unten hin. Oder? Ich bin mir gerade fies unentschlossen. Hier wäre auch noch eine Lücke, wo man es reinquetschen könnte. Aber ich bleibe bei hier oben. Oder? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? So sieht der Park übrigens von ganz oben aus. Warum eigentlich nicht hier unten hin? Hier ist doch noch genug Platz. Hatte ich nicht gesagt, dort wollte ich es nicht hinbauen. Na egal, jetzt baue ich es doch dorthin. Spontan umentschlossen. Als nächstes eine gemäßigte... gemäßigte Attraktion. Jetzt treten hier schon die ersten Sprachkehler ein, wegen Auszocknen des Mundes, weil ich mich nicht korrekt auf die Aufnahme vorbereitet habe und wenig zu trinken habe, aber da muss ich jetzt durch. Ich rechne hier eigentlich auch mit vielen Leuten, die sich das antun hier, die Schiffsschaukel. Santa Maria ist defekt. Dann nennen wir das Santa. Was gibt's noch? Santa Maria und Santa. Komm, Santa. Nee, wie heißt der männliche? Santo. Stimmt, Santo Manfred. Keine Ahnung. Fällt gerade nichts anderes Blödes ein. Nee, Quatsch. San. Wie San Francisco plus San Manfredo. Nennen wir das Ding einfach. Was kostet denn die andere Riesenschiffsschaukel? An Eintritt. Die jetzt sind wir bei einem Mark, aber weil es eine neue Attraktion ist, können wir ja bestimmt ein bisschen höher gehen. Ich probiere es mal mit 3 Mark. Ob das ankommt. Dafür gibt es auch.